Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich mache mich gleich auf den Weg, ein paar Mankys jagen. Was auch sonst? Denn mehr habe ich eigentlich nicht zu tun. Ich habe gestern endlich die Spezialforschung erledigt. Nach Ewigkeiten. Hab Arlo besiegt, hab Sierra besiegt und dann konnte ich Giovanni besiegen. Der war bei mir zu Hause. Das haben wir dann im Livestream gemacht. Blende ich euch gleich mal ein. Ansonsten schauen wir mal, was ich heute so machen werde. Geschafft! Geschafft. So, Moment. Was hat der nochmal? Subilicat, irgendwas. Arctos. Wieso mache ich dann hier nicht Wasser? Das heißt, gegen Biss hat. So Billigkeit macht Biss oder was? Wieso habe ich dann überhaupt noch Moment? Hä? Und los geht's. Ah ja. Schon wie man kann, ja. Was du? Nicht die Attacke machen sollen. Jetzt haben wir 3 Sekunden Damage verpasst. Unnötig. Ey, Splat, was geht ab? Du wohnst in Trudering. Dann viel Spaß in Trudering. Was geht ab in Trudering? Wir werden Edits in David. Immer schön öffnen, David. Ey, Marcel, was geht ab, Mann? Wie lief's so oder läuft so im Spiel? Damit meine ich nicht Pokémon Go. Zum Glück wäre der gestorben und er hätte das direkt auf mein Ding gemacht. Das wäre nicht so geil gewesen. Ja, Marcel habe ich, Mann. Nee, können wir uns so nicht einigen, Kurt, glaub. Ich kann nicht jemanden in der Liste haben, mit dem ich niemals mich treffen werde für den Glückstausch. Das waren aber schlechte Belohnungen. Ey, erst aber drin. Kenn ich einen Mazda? Nee, ich kenne einen Mazda.
Und gestern auch Sabrina spielt getroffen bei Kobade Raid. Cool. Ja. Und direkt wegschmeißen eigentlich. Unnötig as fuck. So, das war mein Arktos. Echt schlecht. Echte Mühe nicht wert. Wir checken jetzt erstmal zwei Mankey. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Leider nicht. Was ihr davon haltet, ist es die Mühe wert oder eher nicht so. Die Mühe ist es aber auf jeden Fall nicht wert für diese Mankey, Mann. Oh Mann. Falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Ich mache jetzt noch ein paar Gehen und ein paar Mankey Quests. Und später noch einen Glückstausch mit einem Kollegen. Jeden Tag ein Glückstausch, muss sein. Okay Leute, gar nicht gruselig. Ab durch den dunklen Wald. Ist zum Glück erst 18 Uhr, aber trotzdem stockdunkel. Alter, man sieht gar nichts. Bayerische Staatsregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und dem Bayerischen Landtag, Generale, Herr Oberstarzt Dr. Schilling. Schilling, was machst du da? Mein Gott. Vor allem, liebe Eltern und Angehörige. Alter, what the fuck, wo bin ich da gelandet? Soldaten. Wo komme ich jetzt hier raus? Rekrutinnen und Rekruten. Heute, was ist da, Mann? Ist ein besonderer Tag für Sie. Wir wollen erstmal drei Mänke ab. Und für unsere gesamte Bundeswehr. Sie werden heute Ihren Eid leisten, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Okay. Als Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr, okay. Am 12. November vor 64 Jahren ins Leben gerufen wurden. Interessant. Wir müssen aber mal weiter. Ich habe mal schnell Alu gemacht und nicht shiny. Schade. Ich laufe jetzt schnell zu einem Raid. Kobalium, aber an der Arena, da wo ich noch die Arena-Punkte. Yo, was geht ab, Leute? Nächster Tag, nächster Morgen. Ja, Mankey ist noch kein 100er reingekommen. Ich gebe euch Bescheid, wenn wir es endlich geschafft haben. Ich habe auf dem Heimweg noch einen Kobalium-Raid mitgemacht. Und gut, dass ich den mitgemacht habe, denn den habe ich später im Glücksausch vertauscht. Blende ich nebenbei noch ein. War nichts Besonderes, nichts Gutes. War beim Taubenmann, ist eine Arena. Checkt das München-Guide-Video ab. Ist eine der Arenen, wo man einfach hingehen kann, ohne Absprache. Und da geht eigentlich immer was. Abgesehen von letztens, kleine Story. Ich war da. Und da waren auch ganz viele Spieler. 5, 6, 7, 8 Stück. Und ich gehe so in die Lobby. Mein kleiner nicht halt. Und noch ein Typ. Und der Timer läuft runter. Es sind nur noch 30, 40 Sekunden. Und kein Mensch ist drin. Ich so, ey, wolltest du nicht reingehen? Die so, ja, nee, erst wenn noch einer reinkommt, weil zu viert schaffen wir es nicht. Und ich denke mir so, hä? Die so, Digga, schaut euch mal um. Hier stehen 7, 8 Leute und keiner von euch geht rein. Dann sind alle reingegangen. Gut, dass ich was gesagt habe. Dann haben wir den Raid geschafft. Das war letztens. Und ja, Arena-Punkte brauche ich noch beim Taubenmann, denn die Straße, die Innenstadtstraße, habe ich eigentlich alles auf Gold, außer Taubenmann. Weil die, also unsere Raid-Stunden-Tour ist halt hier Sendinger Tor und hier ist Marienplatz und wir gehen halt immer so und hier sind noch zwei Arenen, die sind dadurch eben nicht mehr auf der Tour und einer davon ist eben der Taubenmann und dann habe ich mich mit dem Kollegen Sascha getroffen, einen Glückstausch gemacht, jeden Tag einen Glückstausch, hoffentlich, ich versuche alle abzuarbeiten, aber für diese Woche haben sich wenige gemeldet, ich habe gestern gefragt, 4, 5 Leute und von denen haben sich nur 2 zurückgemeldet. Ich warte jetzt noch auf ein paar Antworten. Aber für heute und morgen müsste ich noch ein paar Glückstausche organisieren können. Und bis dahin haben sich hoffentlich die anderen gemeldet. Wenn nicht, hey, bitte melden. Nichts Besonderes getauscht, einfach nur die Liste abgehakt. Ein Haspigor Shiny mir tauscht jetzt in Glücks. Ich zeige euch auf jeden Fall Dezember noch, vor Jahresende, meine Shiny Lucky Sammlung. Da hat sich schon einiges getan. Ansonsten, das Arktos. Das haben wir ja gestern Abend abgeholt. Ich habe es euch am Anfang nochmal gezeigt. Was soll man sagen? So viel Aufwand für ein schlechtes Arktos. Wie gesagt, selbst wenn ich es erlöse, ist es halt schlechter als das Schlechteste aus dem Raid. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, die gibt es noch nicht mal in Shiny und
Ich bin mir garantiert sicher, dass es die in der Zukunft in Scheine geben wird. Also, ich meine, es ist eine nette Aufgabe nebenbei. Eine Spezialforschung jeden Monat, damit man was zu tun hat. Ist auf jeden Fall nett. Nur die Belohnung an sich. Klar, man darf nicht meckern, es ist umsonst und geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dies, das. Man sollte sich nicht beschweren über Sachen, die man umsonst bekommt, aber im Grunde genommen ist es schon den Aufwand nicht wirklich wert. Klar, es ist nicht wirklich Aufwand, weil die Sachen würde ich eh nebenbei machen. Ich meine, ich mache eh jeden Rocket Surf und dementsprechend würde ich nach 6 immer diesen Rocket Boss Radar bekommen und dann würde ich eh einen von den drei herausfordern und das würde ich eh so oder so alles machen. Also für mich ist es nichts extra, wo ich aus dem Weg gehen muss und extra machen muss. Auch das mit dem Erlösen, auch da muss ich nicht extra was machen, weil ich erlöse eh jeden Tausender. Einziger Unterschied ist halt, dass ich es jetzt aufhebe, bis die Spezialforschung da ist und dann erlöse ich die. Dementsprechend, für mich macht es keinen Unterschied, aber oh, ich kenne schon viele, die regen sich auf. Nicht aufregen, aber schon beschweren, weil es ist halt immer noch sehr schwierig für viele. Darf man nicht vergessen, dass es halt sehr viele Durchschnittsspieler und Casuals und Spaßspieler und sowas gibt, die eben nicht Level 40 sind, die nicht so viele Klasse-Konto haben. Auch viele haben mir vorgeschlagen, zum Beispiel Horn benutzt auch gegen Alos, Sichlor, Mermetal. Habe ich nicht. Ja, ich habe kein gutes Mermetal. Zumindest kein, das ich maxen will oder hochpushen will auf das nötige Level. Ich habe ein Lucky Mermetal, das hat 1,5 oder sowas. Also Lucky Shiny Mermetal. Dann habe ich einen entwickelt, der hat auch 2000 irgendwas, also nichts, was ich wirklich verwenden kann. Es gibt halt noch viele, viele Spieler da draußen, die halt nicht genug haben. Und ja, die haben halt Probleme. Und dann das Ganze nur für dieses Arktos, ja. Keine Ahnung. Nicht so geil, um ehrlich zu sein. Aber heute fängt ein neues Event an. Schaut im Livestream vorbei. Das könnte, kommt drauf an, was kommen wird, saftig werden. Ich bin gespannt. Wir sehen uns im Livestream. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.